Einen wunderschönen guten Morgen von der Insel Rügen. Es ist Donnerstag, heute ist der 28. Juli 2022. Es ist irgendwas so gegen 7:30 Uhr, 7:30 Uhr. Ich bin nur das erste Mal um 5 wach geworden. Irgendwas war draußen los, irgendwas war laut. Und dann habe ich immer wieder so eine viertelhalbe Stunde geschlafen und um kurz vor 7 bin ich dann aus dem Bett. Ich bin müde. Ich bin nicht so fit wie jetzt die letzten Tage. Die Nacht war kurz. Aber das wird schon werden. Ich werde schon noch wacher werden. Ich mache gleich einen Kaffee. Und dann sollte es eigentlich gehen. Koffer ist so gut wie gepackt. Ich war auch im Bad, habe ja, mich schick gemacht, mich vom Gestank der Nacht befreit. Oder des letzten Tages. Ja. Und ich freue mich, heute wieder nach Berlin zu fahren. Auch wenn die Tage hier auf Rügen natürlich immer wieder schön sind. Ne? Also wir waren gestern unterwegs. Ich muss gestern ein bisschen länger arbeiten. Ich dachte, oh, 15 Uhr, Feierabend, Kaffeekuchen mit Mama und Freund von Mama. 16:30 Uhr. Oh. Ja, da ist irgendwas wieder schiefgelaufen bei einem Update oder so. Und jetzt funktioniert von einem Prozess ein Teilprozess nicht. Und das hat den ganzen Aufwand etwas verlängert. Mal gucken, da muss ich heute versuchen, jemanden zu erreichen. Weil wir sonst nicht an unsere Wartungs- oder an unsere Inzidenz rankommen. Zumindest nicht bequem und nicht vollständig. Ja, mal gucken. Aber ich dachte erst, es liegt an mir. Aber da Thomas das Problem auch hat, dass er eine Gesamtansicht nicht öffnen kann, muss es am HPSM liegen. Naja, gucken wir mal. Ja, ansonsten, was gibt es zu erzählen? Wir waren gestern was essen in einem Restaurant zum kleinen Leuchtturm in Lauterbach, heißt der Ort hier auf Rügen. War sehr schön, sind vorher noch ein bisschen am Hafen lang gelaufen, Schiffe gucken, Hausboote, die als Unterkünfte dienen, die da fest vertaut sind zwischen den ganzen Segelschiffen. Und es war echt schön. Ja. Haben wir lecker gegessen, haben Jana getroffen, die war auch dabei, eine Freundin von meiner Mama, die auf der Insel lebt. Und ja, dann haben wir noch Sonnenuntergang in Liebitz, Liesitz, Liebnitz, nee, Griebnitz, nee, das ist Berlin, Griebnitzsee. Lützow, Lietzow, Lietzow. Ich wohne in der Lützowstraße und wir waren gestern in Lietzow den Sonnenuntergang gucken. Wir waren leider ein paar Minuten zu spät. Die Sonne war schon weg, als wir dort ankamen, aber es war trotzdem ein schöner Himmel. Und irgendwann gegen 21:30 Uhr waren wir dann zu Hause. Ja. Ja, dann habe ich gestern noch eine Katze gestreichelt. Von der Nachbarin anscheinend hier, die die tagsüber mal rauslässt. Und abends geht die dann in die Wohnung wieder rein. Das war sehr schön. Dieses Schnurren und Schmusen, das ist schon was Tolles. Ja, so eine Miezekatze. Aber in der Stadt sich eine Katze in der Wohnung halten, nee, das ist nicht gut. Wenn ich ländlicher wohnen würde, im Wald oder so, dann vielleicht, aber nee. So nicht. Auch wenn es schön ist, mal eine Katze im Arm zu haben. Gut, das ist es von mir. Hinter mir seht ihr übrigens mein Nachtlager, meine Furzmule. Und ja, ich gehe jetzt mal nach unten, wie gesagt, mache mir einen Kaffee und dann esse ich vielleicht noch eine Kleinigkeit und um 8:43 Uhr geht es dann zurück nach Berlin. Ich wünsche euch was, habt einen schönen Tag, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Vlog morgen wieder aus Berlin. Tschüss.